Wollen wir die Zukunft richtig gestalten, so müssen wir an der Vergangenheit anknüpfen und unseren Stolz da reinsetzen, das Große der Vergangenheit in uns lebendig zu verkörpern und es in die Zukunft hinüberzutragen. Daraus wollen wir unsere Kraft schöpfen, dass wir uns fühlen als Mittler zwischen Vergangenheit und Zukunft. Ehrfurcht vor der Geschichte ist ein heiliges Gebot. Und die Geschichte kündet die Taten unserer Väter. Wer die Geschichte seines Vaterlandes schmäht, schmäht seine Eltern und Voreltern, die ihr Vaterland ebenso geliebt und ihre Heimat ebenso gelitten und geblutet haben, wie wir heute bereit sind zu kämpfen und zu opfern.